So, die Ölvorräte der Insel zerstören. Dann können wir von hier aus nach Norden gehen. Es ist so schön. So richtig schöne Urlaubsinsel. Als Tourist bist du bestimmt hier freundlich empfangen und nicht erschossen. Da explodiert ja schon was. Vor allem hierbei hat mir Jelena wieder Fotos geschickt, damit ich weiß, was ich zerstören muss. Bei den Pipelines vorhin musste ich suchen. Braucht ihr den noch? Das gefällt mir. Rojas, wir greifen die Silos beim Tanklager an. Danke für die Info. Einfach nur Massaker. Ich versuche noch ein letztes Mal, dich für Castillos Plan zu gewinnen, okay? Das Leben in diesem Land ist schwer. Es ist ein wütendes Land. Überall Elend, Menschen leiden, alle sind richtig arm. Jeder steht vor harten Entscheidungen über Leben und Tod. Was, wenn ich dir sage, dass die Insel besser sein könnte? Liest du mir gerade eine von Castillos Reden vor? Nein, ernsthaft. Meine Urgroßeltern hatten ein brutales Leben. Ich überlege gerade. Und dort haben sie etwas aus sich gemacht. Ihren Reichtum vererbten sie. Die Herrschaften etwas weniger dumm als letztes Mal? Die bauten darauf auf und vererbten mir alles. Das würde ein paar dringende Probleme lösen, aber nein, nein. Du kannst in Yara bleiben. Aber Castillo will ja etwas verändern, wirklich. Ich rede täglich mit ihm. Er will den Wandel so schnell wie du. Manchmal ist es besser, mit der Strömung zu schwimmen. Jedes moderne Land in der Weltgeschichte hatte auch dunkle Stunden. Heutzutage ist ja unser Freund. Dass jeder es filmen und streamen kann. Boah, tut mir leid, Verbündeter. Boah, jetzt ist schon zu spät. Du hast für dein Land gedient. Wir werden auf dich trinken beim Grillfest. Du bist nichts als ein verdammter Eindruck. Versuch nur weiter die Worte zu hören. Sieh, wohin dich das in ein paar Generationen bringt. Denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Vor allem Castillo Spezial haben die Leute. Ja, ich bin doch mit dem Panzer durch den Wald fährt. Ich glaube, da falle ich nicht so sehr auf. Leute stürmen die Tanks beim Strand. Verstanden. Ich weiß nicht, zu welcher Fraktion du gehört hast. Es gibt hier Sachen zu sammeln, ey. Ich muss hier raus aus dem Ding.
Wo ist die schwere Munition? Da war sie. Alles klar. Und weiter. Da, weil ich die kassiert habe, hat der Panzer aber kaum Schaden genommen. Das gefällt mir. Das meiste wird einfach hinten wahrscheinlich sein, diese Hauptraffinerie. Weil die zwei Lager hier vorne haben ja kaum was verändert. 29%. Wir greifen die Silos bei der Raffinerie an. Kommst du? Na klar doch. Kommst du? Film geht gleich los. Keinerlei Ehrfurcht oder sonst irgendwas vor seiner Mission. Dass der Panzer von ein paar großen Reifen aufgehalten wurde. Hier laufen wir aber auch ständig einfach im Weg. Da steht auch einfach ein Panzer rum, aber warum sollte man die benutzen? Also ich meine, es ist die KI. Panzerausbildung, da habe ich geschlafen. Wahrscheinlich nur einer drin, um Nickerchen zu machen. Lauf mir nicht ab. Oh, ich fass es nicht. Schau bitte auf, Dani. Ach, Dani. Du und ich. Sollen sie nur kommen. Wir müssen eher mit der auf der Straße fahren. Sonst wird das hier nichts. Okay, du warst von meinem Team. Ich werde schon irgendjemand aufheben. Na, 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 na.
glaube, Helikopter wurden abgeschwächt. Jedenfalls so ein bisschen. Vorbei und sag Hallo. Wenn du allein kommst, können wir gern die Lage besprechen. Unbewaffnet. Ich nicht. Scheiße! Tja, so nicht mein Freund. Castillo macht nichts. Insel versinkt in absolutes Chaos. Das war die letzten 5%. Ich überfirm, dass sich McKay im Lagerhaus versteckt. In seinem Büro. Dein Rohr funktioniert nicht so, wie es sollte. So, Zeit mal Hallo zu sagen. Alles klar. Dann schießen wir mal ins Gesicht. Wie läuft's denn so, Rucksack? Hör zu, bin spät dran, also. Mierda. It's a trap. Yelena, McKay war gar nicht da. Das Büro war eine Falle. Verdammt, dann war der Informant ein dreckiger Verräter. Wenn ich irgendwas über ihn versuchen weiß, dann, dass sie nur einen Plan B haben, wenn die sie bedienen. McKay muss auf einem dieser Schiffe sein. Das stimmt, Schlaumeier. Gerd, hast du aufgehalten? Yelena, wenn der Yaki auf dem Schiff war, bist du jetzt sicher. Bist du dieses Mal ganz sicher? Die Info ist von einer von Gilbertos Leuten. Also das Schiff, was da hinten unterwegs ist. Die Info ist von einer von Gilbertos Leuten. Sie ist selbst auf dem Schiff und hat Sichtkontakt. Bin unterwegs. Gilberto wird sich melden. Hallo Schiff.
Herzchen, ich habe gute Nachrichten. Mein Chamäleon auf dem Schiff hat den Motor sabotiert. Sie sagt, es gibt ein Loch und es sollte aus dem Rumpf qualmen. Nicht zu verfehlen. Du und deine Kamera. Scheiße, da auf dem Wasser. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist das Loch jetzt das Ziel oder wo soll ich lang? Das Loch ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ah nee, das Loch ist erst später größer geworden. Alles klar, dann schieße ich mir bei den. Verstanden. Dale. Ach. Geschafft! Wenn du McKay findest, lass ihn leiden. Ja. Warum kämpft ihr Soldaten überhaupt noch? Verschwindet von hier! La Moral, Libertad oder wie sie heißen, ja. Die scheiß Gorillas haben gewonnen! Das ist Dani, hier sind ein paar chemische Waffen. Ich glaube, auf dem anderen Schiff war noch mehr. Und McKay? Guck mal oben nach. Ihr guckt in die falsche Richtung. Ihr habt euch echt angestrengt, aber es ist vorbei. Schluss. Aber ein zweiter Platz beim Bürgerkrieg ist auch nicht erschöpft. Zieht lieber die Uniform aus und wechselt auf die Gewinnerseite, ehe es zu spät ist. Wer weiß, vielleicht könnt ihr euer Leben ganz normal weiterleben, ohne dass irgendjemand erfährt, dass ihr erst auf ihrer falschen Seite gesetzt habt. Ach, das ist einer von uns. Ja, shitte. Einfach den Kopf schießen, das überlebt keiner. Also im Ernst, jetzt war eine tolle Zeit, Jungs, aber wenn es euch nichts ausmacht. Naja, nicht nur. Na schön, Juan. Der Rucksack ist hier. Danny, die Lage hat sich verändert. Das will ich jetzt nicht hören, Juan. Er ist der Wassermarsch eines Wiesels. Aber wir haben einen Deal. McKay bietet uns einen Riesenhaufen Kohle an, wenn wir ihn gehen lassen. Wir reden über echt viel Geld hier. Das bekommt nie klarer Segen. Überlass sie mir. Wir beide wissen, dass der echte Krieg erst losgeht, sobald Castillo tot ist. Und diesen Krieg gewinnt man nicht ohne Cash, glaub mir. Mit Kugeln haben wir ziemlich viel erreicht. Lass ihn in Ruhe und geh zurück zum Hafen. Ich bin schon unterwegs. Es ist Zeit zum Feiern. Wir haben gewonnen. Ich glaube, später schießen wir ihn dennoch. Na los! Rucksack! Auf zur Fiesta auf dem Festland!
Ich wette, sie warten schon mit der Piñata auf dich. Jammert der? Ah, nur ein Splitter. Das ist verdient. Anscheinend ist er noch relevant für die Story, weshalb er nicht stirbt, wenn ich ihm ins Gesicht schieße. Er lässt sie para siempre, Dani. Yelena! Ich soll glauben, McKay wäre einfach weggetrieben? Libert hat verdient dich. Applaus für Dani! Sag ein paar Worte. Ich habe genug Reden gehalten. Von daher halte ich es nur für angemessen, wenn ich... Lorenzo. Lucky! Heute fühle ich mich das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Wenn ich in die Augen eurer Generation sehe, sehe ich dasselbe Feuer, dieselbe Leidenschaft und dieselbe Hoffnung, die ich in meiner sah. Gemeinsam haben wir die Chance, etwas Neues zu erschaffen. Ihr seid dran. Macht das hier zu Yaras letztem Krieg. La Moral. Legenden von 67. Bienvenidos al este, Clara. Willkommen bei Libertad. Gracias, aber nein. La Moral kommt gut zurecht. Ist das so? Wir helfen Castillo zu töten. Aber wir behalten noch Libertad im Auge. Ich soll darauf vertrauen, dass dieser faltige Opa unser Yara rettet? Nein. Wir kämpfen. Wir folgen nicht. Ich kann sie leiden. Das tue ich auch. Wir sehen uns in Esperanza. Dale. Ich weiß, dass viele über die Revolution von 67 sprechen, als wäre sie ein Traum. Dass diese Mörder Helden waren. Doch sie löschen eure Zukunft aus, so wie die meines Vaters. Wenn ich in eure Augen blicke, sehe ich Löwen. Libertad, La Moral. Mörder von 67, das sind Lügen! Die Wahrheit, die tragen alle denselben Namen. Terroristen! Ich habe die Vision, das Paradies wieder aufzubauen. Doch diese Terroristen haben dafür gesorgt, dass wir dieses Paradies mit Blut bezahlen. Möge dies Yaras letzte Revolution sein. Sichern wir... den Sieg für die Löwen! Verdammt. Ich wünschte, ihr wärt hier. Es wäre so schön, wenn generell viele, viele der Verstorbenen hier wären. Verlasse das Hauptquartier von La Moral. Weil man mehr das Gefühl hat, dass man Einfluss nimmt auf alles. Was ist denn jetzt diese Party? Ich hab Lust. Hauptsache, 50 Entwickler haben sich immer wieder die Zeit genommen, eine Party zu inszenieren. Wo man Fleisch und Futter holen muss. Alles steigt, aber wir sind trotzdem vom Rang her noch richtig.
Inklings Zuversicht. Das müssen wir sein. Wir müssen Castillo besiegen. Der Preis für den zweiten Platz ist eine Kugel. Wir werden gewinnen. Viva Libertad. Viva Libertad. Hola. Disculpe, disculpe. Castillo wird dieses Land niederbrennen, wenn ihn niemand aufhält. Erstmal Zigarre rauchen. So, das sind die Sondereinsätze. Was wäre denn das nächste, was ich zu tun habe? Notizbuch, das verlorene Paradies. Eliminiere Anton Castillo, während er seine Ansprache hält. Kontaktiere Maximus Maxim in der Region Valle de Oro. Beeindrücke mich, Dani, dann habe ich was, was dich umhaut. Rüste ein Fahrzeug auf und gib dir was, das so richtig ins Schwitzen... Moment. Rüste ein Fahrzeug auf und ich gebe dir was, was dich so richtig ins Schwitzen bringt. Gibt's dafür eine Markierung? Das war der, der am Flughafen hockt. Wir müssen irgendwas Kleineres machen für die letzten paar Minuten der Folge. Jetzt 4 Stunden rumfahren mit dem Fahrzeug. Es ist so schön. Ich müsste mal Urlaub machen. Einen richtigen Urlaub. Mit Sandstrand und Wasser. Wasser ist wichtig. Dani, höchstpersönlich. Ganz schön vielversprechend. Du willst dasselbe wie alle anderen auch. Yamis magische Hände. Ich würde dir liebend gern mal unter die Haube schauen, aber zuerst muss Öl fließen. Irgendein Sackgesicht vom Militär hat mein Auto mitgenommen und bei der alten Rennstrecke eingelagert, die die Arschlöcher jetzt als Übungsplatz nutzen. Ich will, dass du es mir zurückklaust, aber du wirst dir die Hände schmutzig machen müssen. Ich hab was Schönes für deine Karre, eine Fahrzeugabwehrwaffe, bei der dein Rebellenherz schneller schlägt. Ja, warum nicht? Viel Glück, Papi! Ich weiß, dass du es schaffst. Sichere den Panzerübungsplatz der FND. Dort wurde der Jeep untergebracht. Entschuldigung, da waren wir in der Nähe sogar. Papi macht mich kirre. Wir sehen uns, Papi. Alles wird schön, Papi. Alles wird super, Papi. Was geht ab, Papi? Ich hab den Sommerhit 2022. Was geht ab, Papi? Gehen wir feiern, Papi? Alles geht klar, Papi? Besorg mir den Panzer, Papi. Und dann einfach ein Beat drunter. Na, vielleicht war üts zu schnell. Üts. Geschichte. Angeblich wurde ich auf dem Rücksitz gezeugt. So viele Infos brauche ich gar nicht.
Dann erzähle ich dir eine andere Geschichte. Es war einmal ein Mädchen, das davon träumte, die berühmteste Straßenrennfahrerin zu werden. Doch ihr Vater wurde krank. Also arbeitete sie stattdessen in der Werkstatt der Familie. Eines Tages kam ein zauberhafter Guerrero und erfüllte ihr diesen Traum, wofür sie sehr dankbar war. Ich will nur mein Happy End, Dani. Das droht, unsere Träume zu zerstören, ehe sie wahr werden. Das Wort ist Libertad. Für den Panzerübungsplatz sind aber ziemlich viele normale Fahrzeuge unterwegs. Auf der anderen Seite. Das Depot zuerst. Vielleicht steht da oben auch noch irgendwo ein Tank rum. Kann mir nicht vorstellen, dass ich gegen ganzen Fahrzeuge so kämpfen soll. Oder ich muss mir mit meinem Fahrzeug da helfen. Ich will euch etwas über die Anführerin der Stadt mitteilen. Clara Garcia. Sie gibt vor, eine von euch zu sein. Nicht nah genug an der Straße, um das Transportmittel abzurufen. Ich brauche eine Karre. Nicht hupen. Siehst nicht, dass der Feind hier in der Nähe ist. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Danke sehr. Auf X's Fahrzeugwaffe einsetzen? Wer kommt denn auf so eine Idee? Auch Mensch, hier mit dem Granatwerfer einmal reinhüpfen können. Ich werde eh nochmal wieder belebt. Aber ich kann selbst entscheiden, jetzt, ob ich mich wiederbeleben will oder nicht. Yami, jetzt steht nichts mehr zwischen mir und dem Wagen. Ich vermute, er steht in einer Garage. Halt die Augen offen. Ah, hätte ich einfach direkt mit dem Granatwerfer machen sollen. Viel entspannter.
Yami, ich habe den Wagen und bin unterwegs. Ich wusste, du schaffst das. Du kannst ihn mal. Wirklich? Aber du hast gesagt, er ist Familiengeschichte. Meine Eltern hatten in der Weg Sex. Ich will ihn sicherlich zurück. Außerdem hast du mir einen Gefallen getan und stehst trotzdem in meiner Schuld. Na, wie habe ich das eingefädelt? Reflexion der Hölle. Aber damit erstmal abgeschossen. Damit ist mein nächtliches Spiel mal eben eine Stunde noch Far Cry erstmal abgeschossen für heute. Hilfe! Der Kontrollpunkt hat meine Reifen zerfetzt. Ich glaube, das sind nur Geschwindigkeitsbremsen. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind. Rüber hier. So viel zu, lass uns doch eben kurz den Panzer holen. Nein, nicht den Panzer holen, aber den Panzer besiegen. Sieht gut aus, ne? Gott sei Dank, ich habe jetzt nichts mehr Explosives gehabt. Sonst hätte ich mich abhauen müssen. Hier auch ein Händler gespawnt? Wahrscheinlich nicht.
Naja, ich lasse mich gerade wieder ablenken. Aber hier ist Kram. Und Kram, ich liebe Kram.